Hier sehen wir also den großen Karton, in dem die Rockslider geliefert wurden. Nach dem Auspacken verschaffe ich mir einen Überblick und prüfe gleichzeitig die Stellen, die mit Korrosionsschutzwachs behandelt werden müssen. Zusätzlich werde ich die Hohlräume in den Rohren später noch mit Hohlraumkonservierung fluten. Bevor ich die Rockslider befestigen kann, müssen die Karosserieaufnahmen gelöst werden. Ich überprüfe auch, ob die Gummis der Aufnahme in die Rohrinden der Rockslider passen. Jetzt kann ich die Rockslider am Jimny befestigen. Dafür fahre ich den Jimny sicher auf Rampen hoch. Dann erfordert es etwas akrobatisches Geschick, um die Rockslider mit den Händen und Füßen an die richtige Stelle zu bringen und zu halten. Nachdem ich sie positioniert habe, schraube ich sie schnell fest. Abschließend überprüfe ich noch einmal alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen. Und voilà! Die Rockslider sind nun am Suzuki Jimny installiert und bereit, einen zusätzlichen Schutz beim Fahren im Gelände zu bieten. Man muss jetzt bedenken, dass man etwas an Bodenfreiheit verliert und beim Herunterfahren von den Rampen mit diesen zusammenstoßen kann. Aber dafür sind die Rockslider ja da. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.